Jetzt werden wir das Niveau heben. Mit dem Arschfick. Ja. Zeig mal meine Karte. Zeig meine Karte hoch. Genau. Da muss dir noch ein Abdamm gekommen sein bei dem Arsch. Ja. Du, nimm mir zu. Du, ich hab meinen Freund. Schreibst du noch eine? Na sicher, aber pass auf Folgendes, was ja. Ich sagen wollte. Jeder, der heute bei dir anruft, müsste eigentlich erstmal die Losung sagen, dass er nächsten Montag um 0 Uhr bei FAB dem schwulen Glenn Silver den telefonischen Arschfick verpassen wird. Und zwar so, dass ihm die Scheiße nur so aus seinem Arsch rauslaufen wird. Also, jeder, der anruft, muss sagen, ich fick Glenn Silver im Arsch. Ja. Die Sache erstmal richtig los. Hab ich schon erzählt, dass wir keine Namen mehr nennen dürfen? Nee, mach doch nicht. Glenn Silver ist ja kein Name. Glenn Silver ist ja ein Arschficker. Gut. Ah, willst du. Gut, pass auf. Furchtbar. King, wir sehen uns. Jo. Und, wir hören uns. Jo, bis gleich. Wieder. Bis gleich. Ich bin eigentlich King A. Ich weiß es nicht. Guck mal, kommt der einfach heute nicht durch? Was ist denn los? Haben wir eine höhere Einschaltquote? Ich weiß es nicht. Testet doch mal einfach jetzt. Komm. Hallo? Hier ist der King Arschfick. Wenn du mich rufst, bin ich da. Dann braucht ihr gar nicht so kicken wollen. Dann hast du ja zwei neue Arschficker. Dann genau. Hast du unendlich ein paar Schleier. Ey, warte mal, ganz langsam. Ja. Hörst du mich? Was? Mich darfst du nicht anmachen. Ich bin der Max. Ich hab dich immer gegrüßt. Ja, das ist gut von dir. Das ist gut von dir. Ich bin ein Fan von dir. Aber der neben dir. Fan. Ja, aber der Herr da drüben. Ja, du, ey, King Arschfick. Der Herr da, hörst du mir zu? Der Herr da drüben, der muss dir was sagen. Also hör mal genau zu. Ich glaube, du machst seit einem halben Jahr den gleichen Scheiß, Junge. Das ist sowas von langweilig, das kommt überhaupt nicht an. Ja, weil du den Arschfick nicht verstehst, aber wenn du es ja. Kann man daran nicht verstehen, Mensch. Das ist immer gleich, das ist einfach furchtbar mit dir. Du musst mal den richtigen Neger kriegen, der den Arschfick. Ich weiß nicht, ob ich schon. Das daran liegt, weiß ich nicht. Und Glenn Silver, der hat auch den richtigen schönen Negerfick gekriegt. Ich hab da gerade so ein Piepen im Ohr. Sag mal, King Arschweg, ja. Sind wir gut zu hören? Ja. Der Telefon auch gut zu hören? Ja. Gut, danke für die Grüße bei Santos. Lass dir mal was Neues einfallen, ne, Junge? Der kommt einfach nicht mehr so gut. Hör mal auf, der King Arschweg ist der Schärfste, der hebt das Niveau eurer ganzen Sendung. Deswegen. Wenn ich anrufen würde, ihr habt eben nach mir geschrieben, Freunde. Ihr habt genau. Eben nach mir geschrieben. Ich hab auch deine Grüße empfangen. Ja, ich auch. Und, kann ich das nochmal berichtigen, bitte? Du willst ja mal, wenn ich King A sage, weil ich heiße Bela und ich möchte nicht so eine vulgäre Sprache ansetzen. Aber manchmal rutscht mir das King Arschfick raus. Das ich, ja. Alles klar, wünsche ich dir was. Das reicht aber. Bitte. Ja, der Arschfick, der soll mal wieder richtig abgehen. Ja, wie du, wenn du ihn hörst. Ja, bitte. Der Wunsch ist mir Befehl. Und du kriegst den Arschfick, Junge, du rechts an der Seite. Du kriegst den Arschfick, habe ich dir jetzt bewiesen. Arschfick ist in. Du, Arschfick, aber da musst du doch mal nicht mal vorbeikommen. Na sicher, der kriegt doch ja. Ja, wie Santos, musst du vom Doktor gehen. Du, das Problem ist doch, ich glaube... Da, ruf mal an hier. Ja, sicher. Da kannst du mal deine Privatnummer ablassen. Ja, sicher. Da können wir richtig schön Arschfick machen. Ja, kommen wir alle hier einfach mal. Sag mal, du arbeitest doch auf dem Bau, ist es richtig? Du bist da Bauarbeiter, oder? Ja, sicher. Auf dem Bau wird nur Arschfick, willst du doch. Hab ich mir fast gedacht. Ja, sicher. Wünsch dir was. Guten Abend! David, Arschfick, jetzt geht's los. Ja. Arschfick. Sprich dir aus. Ja, jetzt kriegen wir ein paar Minuten, ja? Ja. Ihr habt jetzt gesehen, da rufen doch nur Penner an. Ich habe gesagt, die sollen anrufen und sollen sagen, wir ficken am Montag um 0 Uhr. Na ja. Ich muss ja sagen, die gute Frau, die eben angerufen hat. Alter, ja? Warte mal, Stuss. Das ist doch ja nicht der Arschficker, bitte. Natürlich. Die will euch, ach, so die will euch eine Frau anrufen. Dabei wisst doch jeder, dass ihr die Arschficker seid und euch gegenseitig die Arsche warm reibt. Ist doch ehrlich. Du jetzt enttäuscht mich, aber ich dachte... Generell glaube ich doch, dass du dir einen runterholst, bin ich der Meinung. Also du hast doch gerade deine Null in der Hand. Halt dich mal lieber raus, du hörst gar nicht dazu, Junge. Pass mal auf, Freundchen. Du laberst einen Schluss, das geht so. Hier ist der King Arschfick. Ja, hallo. Jetzt muss ich euch mal vorstellen, reden da, der Adi Usler. Sag mal, du bist ein Ostler? Das ist ja furchtbar, Mensch. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich am Montag um 0 Uhr, da gucke ich immer Fernsehen. Montag, jetzt am kommenden Montag um 0 Uhr, da gucke ich einen Fernsehsender, nicht SFB oder so. Nee, einen privaten Fernsehsender, der ist am Hardenberg Platz 2. Und da gucke ich immer, und da rufe ich auch immer mal an, wisst ihr? Ja, da ist so eine schöne Sendung, ist das. Kommst du, kannst du mal zum Punkt kommen, bitte? Nee, warte mal, kommst du da durch eigentlich? Oder? Ja, das weißt du doch, letzte Mal. Ja, das war nur eh mal. Naja, anders, das steht auch nicht. Ich frage mich nur, wo die anderen alle bleiben. Das ist doch scheiße, da kommst du doch kaum durch. Ich lasse sie ja nicht mehr durch. Die kotzen, wenn sie meinen Namen hören. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du, ich hab gehört, du bist letztes Mal zweimal durchgekommen bei diesem merkwürdigen Sender. Nee. Bist du zweimal durchgekommen und das zweite Mal hat dich die Frau vorher abgewürgt, habe ich gehört, weil sie dich wiedererkannt hat. Das war bei Call Me. Das war die alte Fotze von Call Me. So war leider die Eltern. Sag mal. Dein Vater. Arschfick ist wieder am Ball. Ich werde euch beibringen zu telefonieren. Du, sag mal, kann ich dich mal was fragen? Ja, immer zu. Sag mal, spielst du Football? Nee, Arschfick spiele ich. Das ist schwach. So, kann ich mal sagen, bitte? Max, ja. Schon
sowas sind das alle Spinner. Ihr könnt ja mal eine Zeitung ausschreiben, sucht den King Arschfick. Was soll das denn bringen? Original, finde ich gut. Finde ich gut, muss ich sagen. Hallo, hier ist Gerd. Hallo Gerti. Ich wollte dir mal fragen, wo kann ich dich treffen, um dir mal was in die Fresse zu hauen? Wolterstraße 5 oder per E-Mail AOL? Nee, Wolterstraße 5. King Velo. Wolterstraße 5. Wolter, ja, kannst du sogar heute kommen, ja, wunderbar. Also, ja, du hast noch Zeit bis ungefähr... Bis um 21.15 Uhr ungefähr vor der Tür, Wolterstraße. Okay? Zeit würdet ihr mal, wisst ihr? Was sagst du? Das Zeit würdet ihr mal. Ja, ja, dann kommst du heute oder was? Oder da muss ich nächste Sendung sagen, du hattest Schiss. 21 Uhr. 21.05 Uhr ungefähr. 15. Okay, Gerd. Alle, Gerd, also, Gerd, ja, schau mal auf, ob das Gerd, nächste Woche sein Gerd der Schisser nicht da ist, nämlich. Gerd der Schisser werden wir den nennen. Ja. Gerd, dann mal sehen. Bis Bei gleich. So, der nächste. Oh, 45 Minuten. Genau. Und Gerd, komm hin. Dann kriegst du doch von mir den Arschfick. Genau. Dann komm du auch dahin. Kriegst du auch mal eine vor den Latz. Und von mir kriegst du den Arschfick. Hörst du mich? Und wer, du kommst nicht, du feiges Schwein. Genau, weil King Arschfick ist mein Kumpel und der ist auch bei. Ja, genau. Der holt mir jedes Mal ab, der fährt mal nach Hause. Genau. Kommt nur her. Ja, und versucht mich zu finden. Was hast du eigentlich für ein Auto, sag mal? Was? Was du für ein Auto hast? Der Arschficker fährt kein Auto. Hätte ich mir fast gedacht. Ja, genau. Arschficker läuft und bückt sich immer. Volle Bart, neben dir, rechts daneben. Nee, der andere links von dir, rechte Fernsehen. Jo, dann sag bitte so. Dann sag das nächste Mal so, wie du denkst. Ich hab da Hämorrhoiden, weil er keinen Arschfick mag. Leute, was? Kick mal. Sag mal, meinst du doch mich jetzt oder was? Sicher. Das ist ja furchtbar. Guck dich mal klarer aus. Ah, ich würde nächste Sendung hast du eine Brille? Anders machen. Am besten du jetzt zur FAB, da passt du hin, Junge. Durch die Brille sehe klarer. Bitte. Haben wir noch 16 Minuten. Endlich ist es bewiesen. Du sollst mich nicht immer durchdrücken. Ja, aber... Arschficker ist gefragt. Die ja. Ist die du musst auch Arschficker ist eine Null. Du musst auch mal Stress. Ich hab jetzt. Ich hab meine Frage. Arschficker. King Arschfick. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hier ist der Max. Ja. Wie geht's dir? Alle klar? Ja, sicher. Gut. Arschficker ist immer gut. Weißt du da? Alle klar, gut. Jetzt hör zu. Martin Willau. Ja. Ich habe gesagt, du hast dir die Eier geschaukelt. Am Sonntag schaukelst du dir die Eier. Ja. Das ist ja schon erstmal ein guter Anfang, gell? So fängt es dann an, gell? Ja, stimmt. Ich habe jetzt die Decke. Ja. Ja, jetzt werde ich dir den Witz erzählen. Gut. Also, mit dem Krankenhaus. Also, ich bin auch nicht ruhig. Ein Türke, ein Deutscher und ein Jude. Das sind Babys. Nicht? Jetzt vertauschen sie die drei Babys. Jetzt wissen sie nicht mehr, was sie machen wollen und die heulen alle. Was machen wir denn nur? Ja, jetzt haben wir die Kinder vertauscht. Da sagt der deutsche Vater, da erst schicken sie den türkischen Vater rein, der kommt, heult wieder raus. Ich weiß nicht, was mein Kind ist. Der jüdische Vater geht rein, kommt wieder raus. Ich weiß nicht, was mein Kind ist. Sagt der Deutsche, haben wir gleich. Zack, zwei Minuten später kommt er mit seinem Kind aus dem Arm heraus. Da fragt ihn der Arzt, wie haben sie das gemacht? Sagt er ganz einfach, ich hab die rufen. Herr Hitler, der Jude hat sich in die Hosen geschissen, der Türke hat es sauber gemacht. Kennt ihr den Witz? Dann nervst du auch dran. Jochen ist ein Sprüher. Sprüher. Aber du, die so ein Stoß und ich verpasse dir den Arschig und ich werde dir die Neger holen. Du, wie meinst du eigentlich jetzt, Anna? Meinst du mich? Du den Arsch gedrückt und deinen eigenen Schwanz schneide ich dir ab und stecken dir in den Arsch. Du bist Arschig. Ich hab eine Frage. Drei Minuten Arschig, dann werde ich noch ein bisschen anhören. Du, Max, warte mal, bevor du den Witz erzählst, Max, würde ich was fragen. Ja, los. Du, King Arschig. Sag mal, du bist doch manchmal auch zu zweit und zu dritt, richtig? Ja, wir können uns noch teilen. Wir sind dehnbar. Von dir gibt's mehr, wa? Ja, was denkst du denn? Von dir dehnbar. Pass auf, Spaß, King Arschig. Pass auf, ich geb dir mal einen Tipp. Wenn du bei anderen Sendern anrufst und bei anderen Sendungen nachts, dann brauchst du nicht alleine anrufen, weil nach einer Zeit merken sich ja die Stimmen. Ruf mal zu zweit oder zu dritt an, dann kommst du immer durch. Weil deine Kumpels haben es auch drauf. Verstehst du? Ja, deine Kumpels haben überhaupt nicht drauf. Du hast es auch nicht drauf, ihr seid alle drei schwul. So. Axel! Kennst du mich